stehe hier mit dem Florian Kastenmeier vor Fortunas Mannschaftshotel im Trainingslager in Westerburg am Wiesensee. Erzähl doch mal ein bisschen was von deinen ersten Eindrücken mit der neuen Mannschaft. Sind für dich ja ganz neue Mitspieler. Zwei Spieler kenne ich schon, aber der Rest hat mich super aufgenommen. Wir sind ein gutes Team. Wir sind auch im Torwart-Team, das ist ja immer ein bisschen spezieller. Haben mich auch super aufgenommen, verstehen uns alle richtig gut und es macht Spaß hier zu sein. Jetzt hast du ja mit dem Michael Wenzinger einen sehr erfahrenen Torhüter, mit im Torhüter-Team. Kann man sich von so einem erfahrenen Kollegen noch was abschauen? Natürlich. Also ich glaube, der hat schon einige Jahre am Buckel, hat auch mit Olli Kahn damals früher trainiert und mit Klaus Reitmeier haben wir auch noch einen Tortrainer, der wohl auch einige Spiele hinter sich hat. Und ich denke, da habe ich zwei gute Typen, von denen ich noch einiges lernen kann. Wie sind denn überhaupt so seine persönlichen Ziele für das erste Jahr bei der Fortuna? Mich auf jeden Fall schnell und gut einzuleben und dann regelmäßig zu spielen und das Beste im Training zu geben. Und dann wird man sehen, was da rauskommt. Also zum Abschluss nochmal etwas zu deiner etwas ungewöhnlichen Vita. Du warst ja bis zur U15, glaube ich, noch Stürmer. Was führte dann noch zum Umdenken, dass du dann noch ins Tor gegangen bist? Ich war schon immer so der Kleinste und der Jüngste am Bolzplatz und es hat mir einfach riesig Spaß gemacht. Und irgendwann gab es die Möglichkeit, ins Tor zu gehen in der U15 und die Chance habe ich dann noch genutzt. Und ich denke, es war der richtige Schritt. Meine Stürmer war ich dann doch etwas zu langsam. Und stehe ich hier als Torwart. Stürmer wäre es vielleicht anders gemacht. Auf jeden Fall viel Erfolg in deinem ersten Jahr hier und dass du noch eine lange Zeit bei Fortuna bist. Dankeschön.